Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In dem Video soll es heute erstmal um den Fernseher gehen. Ich mache danach auch noch ein Video zur Soundbar. Das wird aber ein bisschen länger zur Soundbar, weil da will ich euch am Monitor, also am PC auch noch was zeigen. Also die App und alle drum und dran. Deswegen, das wird was länger. Jetzt machen wir erstmal ein etwas kürzeres Video, Fazitvideo zu meinem neuen Fernseher. Ich musste mir einen neuen Fernseher kaufen, Vorjahr, weil mein Samsung, den ich davor hatte, der Curve, ja die BG gemacht hat. Also der geht kein Bild mehr. Ton ja, Bild nein. Und deswegen musste ich mir einen neuen holen. Ich wollte eigentlich zu LG wechseln. Hab mich dann aber doch nochmal für Samsung entschieden. Obwohl Samsung einige Nachteile bei Apps hat und hier auch die Menü gefällt mir nicht so, zeige ich euch auch gleich alles. Aber der hat einen Vorteil, da konnte ich nicht nee sagen. Das ist der QN95B. Das ist ein 65 Zoll. Der hat 120 Hertz, einen Gaming-Modus hat er, zeige ich euch auch gleich alles nochmal. Und der hat halt nochmal so eine extra Schutzfolie drauf, damit das nicht spiegelt, beziehungsweise für helle Räume, weil ich habe ja ein großes Fenster da vorne und da ist es hier im Sommer immer sehr hell und dann spiegelt das sehr gerne mal und das soll jetzt diese extra Schutzfolie vermeiden. Ich habe auch schon Bilder gesehen, im letzten Stream zum Beispiel hat mir jemand geschrieben, dass er den QN90A oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher, praktisch das kleinere Modell, also auch 65 Zoll, aber der hat ja, ist ja halt sozusagen das Flaggschiff in der NeoQLED-Reihe von 4K, das nächste teure kommt dann mit 8K, brauchte ich nicht, deswegen 4K und dann gibt es ja auch noch welche, von wo das Panel was günstiger ist und die Verarbeitung und so und dadurch ein bisschen was preisgünstiger ist. Ich habe für meinen 2000 Euro bezahlt. Und da funktioniert es mit dieser Schicht wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, im letzten Stream wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Da war derjenige nicht begeistert von seinem Fernseher. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr. Und dann habe ich mir Bilder angeguckt und also da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir echt die Worte. Der soll auch halt so eine Schutzfolie haben. Aber du hast hier so einen richtig langen Lichtbalken, den du siehst. Das spiegelt. Und da muss ich sagen, ist überhaupt nicht vergleichbar mit meinem. Da spiegelt gar nichts. Und ich habe ja auch hier extra, ich habe ja auch hier mein Goofy hier ringsherum. Und selbst hier spiegelt nicht mal vom Licht irgendwas hier unten hoch oder so, dass man hier irgendwie Artefakte hat oder dass das Licht irgendwie anders ist. Funktioniert wirklich bombastisch. Kann ich wirklich nichts zu sagen. Grafik ist wirklich toll. Auch die 120 Hertz. Ich habe da wie hieß es gleich, Hogwarts habe ich darauf gespielt, ich habe ein paar Spiele gespielt, oh, The Last of Us Part 1. Oh Gott, oh leck mich, oder God of War, Ragnarök. Alter Schalter, sah das geil aus. Also kann man nicht anders sagen, also wirklich, wirklich, wirklich bombastisch. Sieht wirklich geil aus. Und man kann es auch gut einstellen. Er hat aber auch Nachteile, die will ich euch auch nicht verschweigen. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Das sind die Apps. Dann ist das Menü scheiße. Und ein paar Punkte vom Menü ganz besonders scheiße. Sag ich auch so, wie es ist. Also, wie gesagt, ich wollte eigentlich zu LG. Samsung hat mich nur noch mal geködert mit dieser extra Schutzschicht, die das entspiegelt. Und ich war beim letzten Jahr auch schon von der Grafik begeistert. Und dann halt diese Dolby Atmos, was hier mit schon bei sein soll. Hinten sind mehrere Boxen. Und nur der Fernseher. Ohne dass man jetzt eine Soundbar dazu hat oder so, muss ich sagen, für den Fernseher macht er einen guten Sound. Einen sehr guten Sound. So, aber nichtsdestotrotz, ich zeige euch jetzt erstmal den Fernseher, was mir so positiv und negativ aufgefallen ist. Ich hoffe, euch stört jetzt mein Backlight nicht. Ich zoome jetzt auch nicht großartig ran. So. Muss ich erstmal gucken, welche Fernbedienung jetzt im Fernseher war, weil die vom Soundbar sieht genauso aus hier. So, da haben wir. So.
Geh mal ins Menü. Wir sind jetzt im Home-Menü. Das ist ein Nachteil und gleichzeitig auch ein Vorteil. Klingt doof, ist aber halt so. Wir haben hier unten so das Aktuelle, was wir bei unseren Streaming-Diensten. Ich habe hier ARD habe ich nicht mal installiert, zeigt er mir trotzdem an. Kriegst du nicht weg, die Scheiße. Und Samsung Plus. Ja, und dann hier Haufen Zeug, was gerade kostenlos und irgendwo beliebt ist. Und Netflix, weil ich ja Netflix habe, Prime Video. Aber hier oben zum Beispiel, die beliebtesten Filme. Ja, das ist zwar gut und schön, aber hier werden mir auch Sachen angezeigt. Apple TV habe ich nicht installiert. Doch, habe ich installiert. Aber ZDF habe ich nicht installiert. ARD habe ich nicht installiert. Ja, doch, ist vorinstalliert. Kannst du nicht rauslöschen. Ja, und dann hier halt Bergdoktor und die ganze Pisse. Brauch ich nicht. Ich will kein fucking ARD, kein fucking ZDF und so. Und du kannst es nicht abwählen. Ja, die sind halt da. Das ist richtig nervig. Oh. Dann im Gegensatz zu früher, früher hattest du denn unten so eine Leiste, da bist du einfach auf Menü gegangen, ja, auf Einstellungen, hast den Einstellungsknopf gedrückt. Ja, und dann hattest du hier unten so dein Zeug, ja, oder nee, das Haussymbol hast du gedrückt. Ja, und dann hattest du hier unten so dein Zeug und dann konntest du halt zwischen den verschiedenen HDMI-Ports wechseln. Ich habe jetzt zum Beispiel nur hier oben zum Beispiel, hier haben wir jetzt gerade Werbung für Disney. Ja, ich hab Disney. Trotzdem wird mir Werbung angezeigt. Und du kriegst diese Werbefenster kriegst du nicht weg. Das ist jedes Mal was anderes. Mal ist es Magenta, mal ist es Disney, mal ist es irgendwas anderes. Du kannst es nicht deaktivieren. Ganz große Scheiße. Nervt mich unheimlich. Dann habe ich 1, 2, 3. Also die drei sind HDMI-Anschlüsse. Heimkino habe ich einfach so genannt, weil das ist der Blu-ray-Player, aber das ist halt über die Dolby-Anlage gemacht. Der Sky-Anschluss ist halt Sky, ist HDMI, also das ist HDMI 1 mit Fire TV, HDMI 2 ist Sky, HDMI 3 ist EARC, also geht praktisch vom Fernseher zur Soundbar und an der Soundbar ist praktisch, da habe ich zwei HDMI-Anschlüsse, leider nur 2.0, da ist der Blu-ray-Player angeschlossen. Ja, das werde ich aber auch noch ändern, das brauche ich so nicht. Ich werde lasse es weiter über Wi-Fi laufen, das erkläre ich euch dann später im Videos zur Soundbar, aber jetzt habe ich halt praktisch HDMI an, optisch habe ich an, per Wi-Fi, einfach nur um zu testen, was jetzt davon am besten ist und was mir am besten gefällt. Deswegen ist das halt alles noch an. Und dann kommen hier hinten die ganzen Apps. Ich habe auch ein paar Apps installiert und teste auch. Hab bis jetzt Alexa getestet, Bixby getestet und Google Assistant getestet. Ja, war mit keinem Assistenten auf dem Fernseher eigentlich so wirklich hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. Ich habe es dann auf Bixby gelassen, dass hier nicht immer irgendwas losgeht, wenn ich hey Google sage, dass mein Handy und Fernseher losgeht. Alexa habe ich hier unten im Cube drinne und deswegen habe ich den Fernseher auf Bixby gelassen. Ja, man kann das auch alles sortieren, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, jetzt fragt ihr euch aber, wo ist denn der dritte HDMI, weil ich habe ja noch meine PlayStation bzw. meine anderen Konsolen. Ja, da muss ich dann hier an eine Seite und dann muss ich hier auf Spiele gehen und dann komme ich ins Spieleportal. Ja, da steht jetzt nur die PlayStation 5, weil ich habe die PS5, wo ich das alles eingestellt dran gehabt, habe die ja auch beim Verteiler dran. 3 zu 1 Verteiler. Da ist praktisch die PlayStation 5 dran, die Xbox Series X und die Switch. Ja, und je nachdem, was ich dann da gerade nutze, habe ich das dann da drauf. Dann haben wir hier noch Xbox, das ist Game Center, also praktisch Cloud Gaming. Und das ist hier Couchplay, ist jetzt neu dazu gekommen. Und Nvidia GeForce ist neu dazu, nee, das war schon immer mit bei. Vorher war hier auch noch Stadia mit bei, das habe ich gelöscht, das brauchen wir ja nicht. Hier können wir die Liste dann auch nochmal bearbeiten. Wir können Controller hinzufügen, wir können das Audio, ja, kommen wir dann zu Audio, ja, dann können wir dann direkt zu den Einstellungen. Was wir nehmen wollen, ob wir da irgendwas anderes einstellen wollen. Den Xbox-Controller versucht, funktioniert. Ich habe einen Nintendo-Controller, also so einen preisgünstigen Controller versucht, das geht auch. Ich habe den PlayStation 4-Controller versucht, das geht. Ich habe den PlayStation 5-Controller versucht, das geht auch. Also hatte mit keinem Controller Probleme. Das Einzige ist dann, Manko ist, wenn ihr ein Xbox-Spiel jetzt hier über Cloud Gaming spielt, dass dann natürlich die Xbox-Tasten angezeigt werden und ihr die nicht auf dem PlayStation-Controller habt. Ist ja klar, weil es ein PlayStation-Controller ist. So, dann haben wir
Auch noch dieses Ambient. Das ist, dass das denn aussieht, das wie ein Bilderrahmen. Also da sind ein paar gute Sachen mit bei, da sind auch NFT-Kacke-Scheiß-Dinger mit bei. Ich habe es jetzt bis jetzt nicht wirklich genutzt. Man könnte es halt nutzen und dann ein Bild dran machen und dann halt. Dann sieht es aus, als wenn das ein Bilderrahmen ist. Also kann man auch statisch machen, dass es stehen bleibt und dann irgendwelche Sounds oder man geht dann halt, hat dann zusätzlich Musik über Spotify oder so. Das geht alles. Man kann auch dann so eine Art kleinen Bilderrahmen im Bild machen und so. Da sind ein paar gute Sachen mit bei, so. Was weiß ich hier, Strand und Wellen und hast nicht gesehen. Hier ist alles so ein NFT-Dreck. Hier haben wir dann so eine Inselbilder und so. Das sieht echt schön aus, wenn man die dann laufen lässt. Also das hat er gerade nicht runtergeladen. Ach so, hatte ich ja mit der alten Connectbox. Ich habe nämlich schon eine neue Connectbox, weil die Connectbox kaputt war. Und da vorher hatte ich schon, konnte ich nicht alles richtig gut einstellen. Jetzt funktioniert das super. Also muss die Connectbox von Anfang an einen Knall gehabt haben. Wenn ihr genau hinguckt, die Wellen bewegen sich. Ja. Das ist ein schöner Hintergrund. Also finde ich. Ja, das ist, kann man mal nutzen. Nutze ich momentan eher gar nicht. Dann haben wir hier oben noch Suchen. Da können wir dann Sachen suchen, zum Beispiel bestimmte Apps oder was weiß ich. Hier unser Sandmännchen oder was weiß ich hier. Habe ich bis jetzt auch noch nicht benutzt. Und Datenschutz, nee, Daten. Ja, das sind ja die ganzen Datenschutzgeschichten und was weiß ich. Enten. So, dann haben wir hier noch ein Menü. Dann kommen wir hier ins Menü. Hier ist Einstellung. Ihr seht gerade, dass sich das Bild geändert hat. Das ist, weil ich hier hinten drin war bei Multiview. Hier bin ich gerade noch am Testen. Einstellung ist Einstellung, logischerweise. Kommen wir zur Einstellung. Verbundene Geräte. Da sind jetzt alle HDMI-Quellen drin. Also praktisch SmartSync ist die App. Die nicht wirklich eine App ist, das ist browserbasierend, das erkläre ich euch dann in dem Video zur Soundbar. Aber da könnte man auch eine Fernbedienung vortäuschen und könnte man dann halt mit der App halt den Fernseher bedienen. So, also positiv, wo wir bei Apps sind, ist halt, dass die Fernbedienung halt ein Solarpanel hat und mit USB-C geladen wird. Negativ ist, dass sie weiterhin Plaste ist. Da würde ich mir wie damals bei den Flaggschiffen eine silberne Metall- oder allgemein eine Metallfernbedienung wünschen, weil die sah edler aus bei den Flaggschiffen. Ja. So, dann haben wir hier halt praktisch TV. Ist halt TV. Können wir zur Startseite hinzufügen? Wollen wir aber nicht. Ja, wenn wir da rauf gehen, das ist halt diese Samsung Plus-Dingsbums. So, dann haben wir hier Fire TV Sky. Da haben wir einen roten Button, das gerade aus ist. Heimkino ist gerade an, logischerweise, weil die Soundbar an ist. Aber der Blu-ray-Player ist aus. PlayStation ist aus. Dann haben wir USB und mobile Geräte. Das heißt, wir könnten unsere Kamera vom Handy als Kamera nehmen, wenn wir hier zum Beispiel gerade eine Videotelefonie machen wollen. Oder halt eine USB-Kamera von Logitech anschließen. Hier ist der Media-Server von der Fritzbox, der eingebaut ist in der Fritzbox. Workspace, Anschlusshilfe ist, wie man irgendwelche Geräte anschließt. Universalfernbedienung, das ist halt. Welcher Knopf bei der Fernbedienung was ist, ist halt so Erklärungssache. Und bei Workspace. So, da können wir dann praktisch unseren PC. Oh, Mist. Ja, können wir dann halt mit. Müssen wir IP-Adresse und was angeben. Könnte man denn mit dem Fernseher verbinden? Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das wollte ich demnächst mal in Angriff nehmen. Ja, und können wir dann halt auch zur Startseite hinzufügen.
dann wäre das dann da. Und dann könnte man das auch jederzeit von der Startseite auch drauf zugreifen. So. Das ist verbundene Geräte. MultiView haben wir noch. Das sind dann praktisch, würde der Bildschirm dann so aussehen. Links Amazon, rechts YouTube. Und da könnte man dann halt auch Sky nehmen oder was weiß ich. Oder den Browser oder halt ein Videotelefonat. Und dann könnte man dann trotzdem noch auf dem Bildschirm halt auf der linken Seite halt seinen Film weitergucken oder seine Serie. Oder Handy kann man einbinden, PC, Internetbrowser, YouTube, ja. Und dann kann man sich so seine eigenen Views hier erstellen oder zocken, geht ja auch. Dass man auf einer Seite zocken hat, auf der anderen Seite irgendeinen Film laufen lässt oder so. Ja, das würde auch gehen. Und dann ist jetzt hier, haben wir noch die Schnelleinstellung. Das sieht jetzt so aus. Aber ich mach mal. Ist alles okay? Mir geht es. So, dass da nichts im Hintergrund läuft. Oh, und oh. Wenn wir jetzt kommt ein Manko, was mir halt nicht gefällt. Wir haben halt hier, 2023 auf Disney. wir haben hier eine Taste auf der Fernbedienung mit Einstellungen 1, 2, 3 und die drei Punkte. Das ist hier oben. Ne? Wenn wir die drücken, ja, jetzt bin ich gleich bei Einstellungen. Normalerweise bin ich dann weiter unten bei Info. Dann drücke ich darauf und dann komme ich zur Einstellung. Da würde ich mir doch wünschen, einen direkten Knopf nur für Einstellungen. Wo ich nur in die Einstellung reinkomme, wo ich mir dann angucken kann, drauf drücke und dann gleich bei diesem Punkt bin. Normalerweise ist das blau. Ich habe es in schwarz umgewandelt. Das ist für abends dann halt schöner. Bild mache ich zu den Bildeinstellungen, wenn ihr da wollt, mache ich nochmal ein separates Video und gehe mit euch die Bildeinstellungen durch, die ich eingestellt habe, weil die ich jetzt habe, sind wirklich genial, die sehen richtig geil aus. Das ist aber ein zusammengewürfeltes Ding aus 5 Videos, die ich geguckt habe, mit Tipps zu Einstellungen und meine persönlichen Einstellungen. Wobei ich jetzt hier auch bei warm 2 bin, was ich nie wollte, weil das ist dann das Weiß, so ein bisschen gelblich, seht ihr ja, das ist nicht richtig weiß. Aber es ist entspannender für die Augen und beim Film sieht es halt schöner aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, hier haben wir dann halt die Einstellung, Soundbar und so und externe Geräteverwaltung. Da kann man dann halt die HDMI-Geräte, also HDR-Geräte aktivieren. Also HDR, dass das aktiviert ist und was weiß ich alles. Ja. Und HDMI, wie heißt das? HDMI-Gerätesteuerung heißt das hier irgendwie? Externe Geräteverwaltung, genau. HDMI CEC, also Antenna Plus heißt es bei Samsung. Das in Klammern HDMI CEC. HDMI CEC ist der eigentliche Begriff davon. Nur Samsung sagt dann halt, bei uns heißt es Antenna Plus. Und ein paar andere Hersteller haben auch noch extra Begriffe dafür. So, erweiterte haben wir da dann auch. Alles erweitert angeschalten. Ja, wir können auch hier Gerätefreigabe, Tastatur und was weiß ich alles machen. Senderempfehlung. Barrierefreie Software. Software bin ich jetzt gerade bei Version 14.30. Punkt, ich glaube 01 oder so. Infos zum TV, das sehen wir dann hier unten. Ja, 1430.1. Ja, und da haben wir hier die ganzen Einstellungen zu dem Fernseher. Wie gesagt, wir haben halt diese Kurzeinstellungen hier. Wenn wir einmal raufdrücken, da kann man dann halt hier Unterstützung, also hier hinten bei Einstellungen kommen wir zu diesem Einstellungsfeld. Hier Unterstützung, verbinden LAN, intelligenter Modus, den habe ich aus, kann ich euch nur empfehlen. Der intelligente Modus ist auch gut, aber ist doof, wenn man da immer hin und her wechseln muss, wenn man ältere Sachen guckt oder halt Animes oder so, dann kann jetzt schon mit bei viel Farben mal so ein paar negative Effekte haben. Adaptiven Ton, hier sehen wir wirklich jede einzelne Einstellung, die wir bei Einstellung an sich schon drin haben. Da könnte man halt direkt drauf zugreifen und das nochmal ändern. Irgendwie so eine Art Schnellzugriff. Warum? Ich habe keine Ahnung.
könnte wegbleiben, also bräuchte ich jetzt nicht. Ich will einfach nur bei Einstellungen rinkommen. Diesen Punkt könnte man als doppelte Einstellungsmöglichkeit mit drinne lassen, ja, so wie es jetzt ist, aber dann halt bei 1, 2, 3 halt hier so, dass es dann halt mit angeht. Aber halt, ich würde mir wünschen, dass dieser normale Einstellungspunkt ein extra, hoppala, ein extra Knopf bekommt, dass man mit einmal drücken direkt dahin kommt. Das ist sehr negativ. Man muss halt mehrmals drücken, um dahin zu kommen, wo man eigentlich hinkommen möchte. Bild-Sound ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Das kann ich gar nicht oft genug bezeugen. Es ist einfach eine Wucht. Leider kann ich euch jetzt hier nicht einen Film oder irgendwas zeigen, weil sonst gibt es gleich wieder hier GEMA-mäßig oder sagen, oh, das ist aber mein Film. Gibt es gleich wieder Content-ID oder so. Es ist wirklich geil. Die Apps funktionieren. Hier ist es jetzt im Gegensatz zu dem alten Modell von mir. Wenn man hier die Einstellungen vornimmt, kann man sagen, für alle Sachen gleichzeitig. Also man stellt zum Beispiel das HD-Bild ein, wie es für HD aussehen soll, wie es für euch schön aussieht. Und dann kann man einen Punkt aktivieren auf alle Quellen. Und hier heißt es wirklich für alle Quellen. Das heißt, für alle HDMI-Eingänge und für alle Apps werden die gleichen Einstellungen dann angepasst, also überall gemacht, für HD-Bild. Für SD-Bild müsst ihr euch irgendeine Quelle auswählen, wo ihr ein SD-Bild habt, also was nicht HD, nicht 4K ist, und da nochmal die Bildeinstellung separat einstellen, weil da gibt es Unterschiede. Die speichert der auch. Der weiß, dass das SD-Bild soll so aussehen, HD-Bild soll so aussehen. Und dann könnt ihr auch dann für alle Quellen machen. Habt da mehr davon. Und das ist wirklich geil. Brauchst du immer nur anpassen. Und dann ist das richtig geil. Außer ihr wollt für einen Gaming-Modus natürlich mehr Farbe drin oder was weiß ich, irgendwelche anderen Einstellungen anders haben. Dann kann man das auch natürlich pro Quelle machen. Ja, aber ich würde ehrlich mal sagen, einmal für alle Quellen richtig schön geiles Bild anpassen, was man im Fire TV oder Netflix mit einem UHD-Film schön anpassen kann. Dann vielleicht noch HD nochmal geguckt, ob HD auch so gut aussieht. Dann HD nochmal angepasst, SD angepasst. Und dann hat man überall ein geiles Bild und kann dann halt pro Quelle, wenn es denn da irgendwo beim Zocken halt hapert, dass man da halt mehr Helligkeit oder mehr dies oder mehr jenes haben möchte, dann kann man sich das für Zocken separat auf den eigenen HDMI, auf dem separaten HDMI nochmal separat anpassen. Macht mehr Sinn. So, aber ganz große Scheiße ist auch die Apps. Und wie gesagt, meine Tochter hat meinen alten LG-Fernseher, der ist jetzt über 10 Jahre alt. Da funktionieren immer noch die Apps. Und da sind mehr Apps drin und auf dem alten Grundig waren auch mehr Apps, da war auch so Spaß, My Spaß und was weiß ich. Samsung hat hier die nötigsten Apps, will ich gar nicht abstreiten. Apple TV, Wow, Rakuten, Magenta, Datsun, Pixel, Plex meine ich, RTL, Couch, Internet, Galerie ist dann halt eure Galerie vom Handy. Twitch, Xbox, hier sind dann Mubi und ich sage auch Philips Hue ist mit bei, da kann man dann auch die Lampen und so wohl einstellen. Ich habe hier Philips Hue, Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus, RTL, Apple, dann sind auch Sky Q ist mit bei, funktioniert auch, habe ich auch getestet, funktioniert super. FlixLP habe ich nicht probiert, Spotify habe ich, funktioniert super. Das ist auch wieder eine ausländische App garantiert. So ARD und die nicht zu löschen, die sind halt da, leider. Ja, würde ich gerne löschen. Neues ist jetzt dazu, hier kommt Pluto. Ja, dann geht man hier rauf, sagt installieren, wartet kurz ab, die sind eigentlich ziemlich schnell installiert und dann sagt man zur Startseite hinzufügen. Dann ist er da hinten und dann packt man den einfach hier vorne. Ja. Irgendwo dahin, wo man den hinhaben will, und dann ist der dann halt da und dann kann man den benutzen. Geht aber auch so, wenn man den einfach so installiert hat und dann nachträglich nochmal rauf geht. Das ist wieder eine ausländische App, oder? Nee, Sprache Deutsch. ITV Play kenne ich gar nicht. Ey, die haben so komische Apps hier drauf, die kein Schwein kennt.
Stasi 2. Sprache auch Deutsch. Kenne ich auch nicht. Die sind jetzt alle neu dazugekommen. G5 TV, PN Play, keine Ahnung. Und das sind meine herunterladenen. Hier hat man alle drin. Die kann man dann auch nachträglich noch deinstallieren. Aber halt nicht alle. Achso, nee, hier muss ich. Hier muss ich lange gedrückt halten. So, lange gedrückt halten. So, entfernen ist grau. Ich kann es halt nicht entfernen. Ja, neu installieren könnte ich und so. Auch hier RTL. Kann ich auch nicht entfernen. Wir haben auch hier noch Promote und Google Mit. Das ist halt für Videotelefonie. Ja, User Manual, also E-Manual ist das User Manual. Und hier haben wir dann so die verschiedenen Kategorien von Apps. Wenn ich jetzt einfach mal auf TV, auf Video gehe, das werdet ihr da gleich sehen, hier ist unheimlich viel Scheiße bei. Irgendwelche Apps aus irgendwelchen Ländern, die wir hier in Deutschland überhaupt nicht brauchen. Oder der größte Teil halt nicht braucht. Warum macht man nicht einmal eine Kategorie deutsche Apps und da dann halt alles rein und die ausländischen Apps alle in ausländische Apps rein oder so. Oder dass man halt sagen kann, einfach Menüpunkt nur deutsche Apps anzeigen oder nur Apps für Deutschland anzeigen oder nur Apps in Deutsch anzeigen. Hier sind so viele Streaming-Apps mit bei, die kein Schwein kennt. Und du, wenn du jetzt was haben willst, was jetzt ziemlich weit unten ist, ja. So. Weil das ja auch nicht alphabetisch meistens. So, dann kannst du ewig weit runter scrollen, um irgendwelche Apps zu suchen. Und das ist noch nicht mehr Ende. Das geht noch viel weiter. Das sind alles nur Video-Apps. Da war eben gerade Wow. Habt ihr gesehen, wie weit das unten ist? Und wir sind noch nicht beim Ende. Alles nur Video-Apps. Und so Spaß-Apps fehlen dann halt, zum Beispiel mein Spaß und so. Ja, und dann haben wir hier hin. Hier unten ist zum Beispiel Video City. Das habe ich. Das ist halt die Mediathek, wo man Online-Videos angucken kann. Von einem Online-Video, wie hieß es früher? Videothek. Ja, kannst du auch DVDs, Blu-rays, kannst du online ausbauen, komm nach Hause, guckst dir an, schickst dir wieder zurück. So kannst du hier halt, haben sie auch eine Mediathek jetzt, seit ein paar Jahren, da kannst du Filme ausbauen. Ja, und die ist ja, wenn man die haben will, ist sie ganz unten. Ganz, ganz unten. Dann kannst du erstmal ewig weit nach unten scrollen. Also, hier ist so viel Quatsch mit bei, was du überhaupt nicht brauchst, was hier raus kann, in eine extra Seite, ausgelagert und dann fertig ist. Hier, dann. Spiele, Lifestyle. Ja, da hast du dann halt hier. Informationen. Da sind so Nachrichtendinger so drin und so. Bildung. Ja. Also ganz großer Quatsch. Ganz, ganz großer Quatsch in meinen Augen. Mit dem Knopf kommt man halt auch dahin, wenn man dahin möchte. Hier kann man dann halt den Assistenten starten. So, wenn ich Play jetzt hier drückt halte. Achso, das funktioniert jetzt hier nicht. Wenn ich im Gaming-Modus bin und die Play-Taste für Play-Pause ihr drückt halt, da komme ich in diesen Gaming-Modus rein. Ja. Wir haben hier unten auch noch Netflix, Samsung TV, Prime Video und Disney. Da kommen wir dann auch direkt hin. Hoch und runter kann man hier die Sender wählen oder hier laut und leise, Home-Taste. Und wenn man die mit dem Zahnrad, ja, hier drückt, hält,
kommt man in so eine Art Zwischenmenü. Schnellstarttaste. Ja, da habe ich aber noch nicht rausgefunden, was die Schnellstarttaste sein soll. Also habe ich auch noch nicht nirgendwo in der Anleitung gefunden, was ist eine Schnellstarttaste. Diese Aktion ist augenblicklich nicht verfügbar. Ja? Also ich kann es ja nicht mal auswählen. So, dann haben wir hier terrestrisch, Zeit halt für TV. Also das sind ja die Sender, weil ich habe ja logischerweise keine Sender drin. Und dann kommt man halt hier auch nochmal zur Einstellung. Und dann haben wir dann halt hier, wie gesagt, Live-TV, HDMI 1, 2, 3, 4. Und AVM ist halt die Fritzbox logischerweise. Aber was das hier mit dieser Schnelltaste zu tun hat, ich habe es in der Anleitung auch noch nicht gefunden, was die Schnelltaste sein soll. Müsste ich mal gucken. Dass der Sturm. So. Geht das zu Fire TV? Fire TV ist gerade aus, muss ich erstmal wieder aktivieren. Weil der geht irgendwann nach einer Weile halt in den Energiesparmodus. Und mit der alten Connectbox war praktisch hier so pixelmäßig, also der Übergang von Grau also weil hier so ein bisschen weiß mit bei ist, also hell, so ein bisschen Lichtschein, sah hier so ein bisschen pixelig aus. Das habe ich nicht weggekriegt. Genau wie hier oben in dem Bereich und hier unten so. Das konnte ich machen, was ich wollte. Jetzt mit der neuen Connect-Box, die ich jetzt habe, weil die alte ging ja dann irgendwann nicht mehr. Es ging ja gar nichts mehr. Es wurde kein HDMI-Gerät anerkannt, nichts. Jetzt habe ich halt eine neue Connect-Box bekommen und einen neuen Kabel, alles angeschlossen. Jetzt geht es, jetzt sieht es auch hier nicht mehr so scheiße aus. Jetzt sieht es wunderbar aus. Ja. Also sieht wirklich richtig schön, ich habe richtig schön knackiges Bild. Es sieht richtig geil aus, kann mich da echt nicht beschweren. Für abends ist vielleicht noch interessant für euch, wenn ihr dann auf Einstellungen geht. Vom Fernsehen meine ich jetzt. Wo waren denn wieder drinne diese Energiesparverwaltung? Achso, hier unten bei Experte. Ja, das ist auch ein bisschen alle komisch aufgebaut, das Menü. Ne, hier war es nicht drinne. Dann war es hier bei Allgemein mit drinne. Ah ja, hier ist es. Ein- und aus, Energiesparen. So, was ihr euch aktivieren könnt zum Beispiel ist diese Helligkeitsoptimierung. Ja, da passt er den Bildschirm automatisch dem entsprechenden Umgebungslicht an. Und dann könnt ihr hier sagen, wenn wir das anmachen, dann könnt ihr hier sagen, mindestens Helligkeit 35 oder die minimale Helligkeit des TV-Bildschirms festlegen. Das funktioniert nur, wenn der Wert niedriger als der für die Helligkeit, was für die Hintergrundbeleuchtung im Menü festgelegt ist. Ich bin dabei 45, glaube ich. Ja, und wenn ich jetzt hier runter mache auf 10, so, dann passt da. Ich zeige euch auch die Helligkeit hier noch mal an. Hier ist die Helligkeit, ich bin bei 45. Dann passt da die Helligkeit, wenn es dunkel ist, besser an. Alexa, Schrank aus. Und dann
pegelt der dann halt, wenn es hell ist, macht das was heller, wenn es dunkel ist, macht das was dunkler. Das ist halt gut für abends. Also müsst ihr dann halt eure Helligkeit finden, die für euch halt optimal ist. Weil wenn ihr abends hier mit den kompletten 45, was tagsüber geil ist, schön hell und alles, super geiles Bild, und abends ist hier alles dunkel und der Fernseher, der macht die ganze Bude hell, wie weiß ich was. Weil das funktioniert wirklich sehr gut. Ihr seht da, jetzt ist das schon was runtergegangen. Da ist das wirklich zu empfehlen, dass ihr das dann einschaltet, dass er dann abends erstmal schont die Augen und macht die Bude nicht so hell, ist halt entspannter gucken. Ja? Seht ihr jetzt, das ist ordentlich was runtergegangen. Aber da müsst ihr, wie gesagt, euren Wert finden, wie es für euch halt okay ist. Also 10% ist jetzt wirklich krass. So weit gehe ich eigentlich sonst nicht runter. Ja, mit den Einstellungen, das ist hier wirklich ganz großer Murks. Also da müssen Sie sich was einfallen lassen. Ich brauche meinen Einstellungsknopf, dass du direkt dahin kommst. Und auch hier, wie das ganze Menü aufgebaut ist, das ist wirklich ganz schrecklich. Also ganz, ganz schrecklich. So, dann gehen wir mal hoch, machen das mal auf 30. Das sind dann 15 Punkte weniger. Ich habe sonst eigentlich immer nur 5, glaube 35 oder so. Dann sind 10 Punkte weniger. Das macht schon viel aus. Und kann mich nicht beschweren. So. Ihr seht, jetzt wird es auch gleich wieder ein bisschen heller. Also das ist richtig geil. Also wirklich, also so hardwaremäßig funktioniert da wirklich top. Kann ich nicht meckern. Bild ist top, Sound ist top. Wirklich top. Ganz großer Murks ist das Menü, die Einstellungen, weil alles verwinkelt ist, doppelt und irgendwo versteckt in welchen Untermenüs. Ganz großer Murks. Mit dem Gaming-Modus habe ich mich ja mit abgefunden und so. Ist okay, dass das dann halt separat ist, finde ich auf eine Art auch okay. Man könnte halt auch sagen, wenn man die PlayStation nicht als Gaming-Modus macht, sondern da Spielemodus deaktiviert, dann wird die hier vorne auch angezeigt. Hat dann aber halt, dadurch hat man nicht die Vorteile vom Gaming-Modus. Mit den anderen Einstellungsmenü und dass es da wirklich für Gaming optimiert ist in dem Bereich. Jetzt seht ihr mal, steht da Magenta-Werbung. Ja? Aber so, dieses Menü hier ist Murks. Also hier unten so viel, also ich weiß nicht, wer da runterscrollen sollte, um sich irgendwelche Tipps, Tricks irgendwie oder was hier gerade kommt oder Kinder-Action. Das ist mir viel zu viel. Das habe ich im Fire TV, nutze ich da auch nicht. Wenn ich wissen will, ob was Neues dazu gekommen ist, dann gehe ich hier hinten auf mein Just Watch. Da habe ich meine Streaming-Dienste angegeben und welche ich habe, also Sky, Prime Video, Netflix und so, habe ich hier angegeben. Achso, habe ich das hier überhaupt aktiviert schon jetzt seit dem neuen Ding? Ich weiß es gar nicht. Wenn nicht, muss ich es euch auf dem Fire TV zeigen. Da gibt es die App übrigens auch. Und die kommt automatisch in den Film, werdet da reingeschmissen. Das funktioniert so geil. So. Normalerweise hakt die nicht so, also braucht die nicht so lange. So. Und das ist ja Just Watch. Jetzt gehe ich hier auf Neu rauf. So, und dann sind jetzt hier alles das, was heute neu dazu gekommen ist. Ja? Alles von den Streaming-Diensten, die ich eingestellt habe. In den Einstellungen von Just Watch wird hier angezeigt, was heute neu gekommen ist. Und wenn ich dann jetzt hier zum Beispiel auf, ja, WoW habe ich ja nicht. Achso, WoW habe ich gerade gemacht, wegen der Sky Mediathek. So, wenn ich jetzt hier auf Mandalorian klicke und sage, ich möchte gerne
Folge 4 gucken. Oh. Was? Na hier, wieso klappt das hier nicht? Also beim Fire TV klappt das. Ich habe ja sowieso immer alles über ein Fire TV laufen. Ja, und irgendwie, wenn man viel im Menü gemacht hat, kriegt er gerade mit, wird er ein bisschen langsam. Das ist auch noch so ein Nachteil. Woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Aber das ist nur, wenn man viel im Menü ist. So ist der Fernseher ziemlich schnell, wenn man irgendwo mal hin will oder was weiß ich. Aber wenn man jetzt hier so eine Weile rumgeswitcht hat, um ein bisschen was zu zeigen, dann wird es langsam. Ja, seht ihr, ich habe jetzt schon gedrückt und ich bin immer. Jetzt kommt da gerade rein in Fire TV. Das ist auch noch ein Nachteil. So, jetzt sind wir im Fire TV. Ich will euch nur zeigen, dass Just Watch wirklich funktioniert. Da war ich nämlich vorhin erst mit drauf mit der Kleinen, weil wegen Patterson und Findus gucken. Wo das, bei welchem Streaming-Dienst das gerade angeboten wird. So, und jetzt nehmen wir uns hier einfach mal hier Luden. Ja, das ist halt die neue Serie, die bei Amazon, bei Prime Video gerade drin ist. Da gehen wir rauf. Kriegt ein Like von mir, weil ich habe es ja schon gesehen. Und wir wollen Folge 1 gucken. Ja, dann gehen wir hier rauf, anschauen. Und dann kommen wir direkt dahin. Ja, und das funktioniert mit allen Streaming-Diensten, die hier angeboten werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel. Was ist denn das für einer jetzt? Nickelodeon? Wird das Disney Plus sein? Nee, ist auch ist Netflix. Ja, nehmen wir einfach mal. Oh. Da ist jetzt der Film schon da? Teen Wolf. Folge 1. Ah ne, die neue Serie heißt ja Wolfpack. Aber egal, zeige ich es damit. Wir gehen jetzt hier auf neue Serie. Teil 1, also Staffel 1, Folge 1. Ja, und dann können wir hier mein Profil auswählen. Hat natürlich jedes Familienmitglied sein eigenes Profil für seine eigenen Listen. Ja, und da sind wir hier. Ja, das ist seit dem letzten Update von Paramount Plus irgendwie ist in meinem Land nicht verfügbar oder so. Keine Ahnung. Und das funktioniert halt mit allen. Ja, also das finde ich sehr geil. Also ich nutze Just Watch wirklich regelmäßig. Ich gucke da immer, was da gerade neu ist, was neu dazu gekommen ist. Deswegen habe ich auch WoW drin, also WoW, wegen der Mediathek von Sky. Da werden mir auch die Sachen aus der Mediathek angezeigt. Und dann muss ich dann halt hier da wechselt er aber nicht rüber. Da muss ich dann den Sky-Receiver anschmeißen und dann gehe ich da halt dann und suche mir das raus. Aber alle Apps, die ich hier installiert habe, das funktioniert auch mit einigen Amazon-Channels. Die kann man auch dazu fügen. Und wenn man sich dann sagt, auch das ist neu in meinem Channel, ist ja geil, das würde ich sehen, drückt drauf, kommt gleich in den Amazon-Channel, kommt zum Film oder zu der Serie und kann gleich loslegen. Ja, kann ich echt nur empfehlen, ist saugeil. So, das soll jetzt soweit zum Fernsehen gewesen sein. Wie gesagt, er hat sehr gute Vorteile für Bild und Ton. Auch ist viel dran, auch mit dem Hintergrund und es ist wirklich gut. Aber er hat halt auch Schwächen. Das Menü ist echt scheiße. Er wird langsam nach einer Weile, wenn man viel im Menü unterwegs ist. Wie der Cache vielleicht nicht rechtzeitig leer, ich habe keine Ahnung. Die Einstellungen sind zu verschachtelt. Es ist einfach unübersichtlich. Ja, und man hat halt auch nicht die direkte Möglichkeit, Einstellung zu drücken und dann kommt man zur Einstellung. Nein, man muss dann halt da noch ein paar Mal rumklicken, um zur Einstellung zu kommen. Das finde ich sehr negativ. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber Bild, Sound mit dieser Entspiegelungsschicht, die drauf ist, wunderbar. Bei Filmen im SD-Bereich, HD, UHD,
Dolby Atmos, richtig geil. Gaming mit 120. Ich habe hier Harry Potter, also Hogwarts habe ich gezockt, mit teilweise 116 FPS, mit Raytracing, allen drum und dran. Es sah so unfassbar geil aus. Alter, oder God of War und so. Es sieht wirklich absolut grandios aus. Oder The Last of Us Part 1, also Part 1. Einfach der Knaller. Kann ich echt nicht anders sagen. Aber er hat halt auch Schwächen. Wenn ihr viel im Menü seid, wenn ihr jetzt kein Fire TV nutzt und dann halt da zwischen den Apps immer hin und her wechselt, könnte das schon problematisch werden, dass er dann nach einer Weile ja langsam ist. Wobei ja Netflix, Disney Plus und Prime Video auf der Fernbedienung drauf sind. Wenn ihr dann noch andere habt, da könnte dann problematisch werden, denke ich mal, dass er dann wird langsamer wird. So bei der direkten App-Nutzung, wenn du mehrere Filme hintereinander über eine App guckst und dann in die nächste App gehst, habe ich nichts Negatives festgestellt. Das funktioniert weiterhin gut. Auch da in der App sich bewegen, hakt nicht, aber halt im Menü direkt vom Fernsehen. Also da muss dann nochmal mit einem Update verbessert werden. Und ich bin auch der Meinung, das war vorher nicht so schlimm. Das ist jetzt mit dem letzten Update erst so schlimm geworden. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein toller Fernseher. Und damit hat Samsung mich nochmal gecasht. Mal gucken. Den werde ich jetzt erstmal die nächsten Jahre behalten. Und mal gucken, was der nächste dann wird. Ich hoffe, hat euch jetzt gefreut. Wenn ihr da Fragen habt, in die Kommentare, wenn ihr da noch ein Video sehen wollt zu meinen Einstellungen vom Bild, wie ich das alles eingestellt habe. Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Mache ich euch auch noch ein Video dazu. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.